Er ist einer der besten Schweizer Radrennfahrer und gehört zum Team Akros Excelsior Thömus. Alle internationalen Velorennen sind aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt worden. Bei mir im virtuellen Raum von Sidekicks ist heute der Laurin Bachmann. Hallo Laurin! Hallo Susanne, danke vielmals für die Einladung. Sehr gern. Wie geht's dir? Gut, den Umständen entsprechend bin ich eigentlich noch ganz fleissig am Trainieren da und komme eigentlich nicht schlecht da mit dem Lockdown-Schlag. Und du bist gesund, das ist ja das Wichtigste, gell? Laurin, alle internationalen Velorennen sind wegen der aktuellen Situation abgesagt worden. Was hat das in dir ausgelöst? Was passiert da mit einem? Ja, das war nicht einfach, weil ich bin im Frühling bin ich 3 Wochen im Trainingslager mit der Nationalmannschaft und sonst noch mit meinem Team. Und ich habe mich da eigentlich perfekt auf die Saison vorbereitet. Ich habe auch noch ganz wenige Rennen dürfen bestreiten unten in Mallorca. Und dann sind die Rennen abgesagt worden. Und dann bin ich eigentlich wirklich so ein bisschen in ein Loch gefallen, weil man nicht gewusst, weiter in welcher Form. Und das war wirklich eine Phase halt von der Ungewissheit, wo man nicht gewusst hat, eben, was machen wir jetzt? Wie war das, als du in diesem Loch warst? Wie muss man sich das vorstellen? Hast du dich im Zimmer verkrochen? Hast du dich gar nicht sportlich betätigt? Und wie lange hat das gedauert? Also, ich habe mich sicher nicht im Zimmer verkrochen, weil Sport ist ja immer noch meine Leidenschaft. Aber es war sicher nicht einfach, um die Motivation zu finden für das harte Training und für das viele Training, für die vielen Stunden. Und dann habe ich halt müssen mit meinem Trainer ansitzen, oder? Und wir haben müssen neue Ziele setzen und wir haben halt müssen Entscheidungen treffen, wie machen wir es. Weil wir haben nicht gewusst, finden jetzt in naher Zukunft für die Rennen statt oder gibt das eine längere Sache. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir halt nochmal zurücknehmen, nochmal viel Grundlagen trainieren, sozusagen in ein Wintertraining zurückgehen und ja, haben jetzt so einen neuen Aufbau gestartet. Und wie lange ist jetzt so die Zeit von dieser Ungewissheit oder von diesem Loch gewesen? Ist das ein Tag gewesen? Sind das 2 Wochen gewesen? Wie lange hat das gedauert? Das ist schon etwa 2 Wochen gewesen, weil es ist halt, man hat halt immer die Entscheidungen abgewartet. So von Tag zu Tag sind es mehr Rennen geworden, die abgesagt worden sind. Und dann haben wir gewusst, oh, das ist doch eine grössere Sache. Und dann haben wir auch gewusst, da müssen wir jetzt Entscheidungen treffen. Handeln. Und das war dann wirklich gut gewesen. Dank diesen Entscheidungen, neuen Zielsetzungen, hast du auch deine Motivation wieder fürs Training gefunden. Inwiefern haben sich deine Ziele verändert? Es ist halt, alle Ziele von diesem Jahr sind so ein bisschen ins Wasser gefallen, oder? All die tollen Rennen in der U23-Kategorie, die ich noch hätte bestreiten durfte, fallen halt weg. Und jetzt haben wir halt müssen sagen, dass wir einen langfristigen Fokus setzen, schauen schon auf nächstes Jahr an. Ich darf auch nächstes Jahr im 2021 darf ich immer noch U23 fahren, also Kategorie für unter 23-Jährige. Und dann hoffe ich dort, dass ich in diesen Rennen vielleicht in ein paar Klassiker doch auf Resultat fahren kann. Also kannst du doch auch etwas Positives jetzt aus dieser Situation rausnehmen. Wie muss man sich denn jetzt dein Training vorstellen? Wie ist so ein Tagesablauf? Also, es ist ja so, bis vor kurzem bin ich immer so um 8 Uhr aufgestanden und habe dann meine Schulsachen gemacht, weil ich bin jetzt immer noch im Maturjahr. Das heisst, ich hätte jetzt eigentlich genau jetzt in dieser Zeit hatte ich meine Maturprüfungen. Also, ich habe mich immer für die Matur vorbereitet und dann habe ich dann nachher so gegen Mittag habe ich dann mein Training gemacht. Und dann am Oben eben haben wir dann noch immer ein bisschen Zeit zur Hand gehabt, die man dann hätte nutzen für Erholungsmaßnahmen, was ja auch sehr wichtig ist nach dem Training. Zum Beispiel auch mal etwas kochen mit der Familie, mit der Mami und so. Und sonst halt eben noch ein bisschen Zeit mit der Freundin. So. Du hast Kochen gerade erwähnt. Hast du die Ernährung müssen umstellen? Grundsätzlich umstellen nicht, nein. Weil mir ist sich doch immer bewusst, dass eine gute Ernährung sehr wichtig ist, vor allem im Radsport. Aber jetzt haben wir jetzt doch mehr Zeit oder, für eben so Sachen zum Kochen, zum ein bisschen kreativ sein. Und dann ja, habe ich das eigentlich nicht schlecht anbekommen, um dort noch ein bisschen speziellen Fokus drauf zu legen. Und dann das macht ja auch Spass, etwas Feines und Gesundes zu kochen. Oder? So. Und auf dem Velo, ich habe gesehen auf Strava, auf dieser Plattform, du bist fleissig am Velo fahren. Zum Teil bist du 8 Stunden auf dem Sattel.
Stimmt, oder? Ja, genau. Strava ist eine App für Läufer und Radfahrer. Und es ist so ein bisschen, dort kann man also eigentlich tägliches Training posten, aber man kann auch ein bisschen angeben damit, andere herausfordern. Und das nutze ich definitiv auch als Motivation. Ich schaue, was die anderen gemacht haben. Ich schaue, wie schnell sie waren. Und dann nehme ich das so, ich schaue das an und dann möchte ich die natürlich schlagen. Das ist so ein bisschen eine Motivation zu Corona-Zeiten halt, ja. Vöppelt man sich da wirklich gegenseitig mit den Teamkollegen untereinander? Vöppeln nicht, weil meine Teamkollegen in Frankreich oder in Italien, die sind jetzt natürlich in einer nicht so einer guten Situation wie ich. Ich darf immer noch draußen trainieren, sie müssen drinnen auf der Rolle trainieren und ich bin auch viel auf der Rolle während dem Winter zum Beispiel und ich weiß, dass das nicht wirklich das Lustigste ist, dass das sehr schnell langweilig wird, vor allem wenn man das über mehrere Wochen muss machen. Aber man zeigt doch, oder du zeigst doch gern, wie weit du gefahren bist. Was willst du heute noch erreichen? Wie weit willst du heute noch fahren? Ja, heute habe ich ein spezifisches kleines Intervalltraining auf dem Programm, aber es ist jetzt nicht so die Top-End rennspezifische Intervall. Es sind einfach so ein bisschen aufbauende, um den Körper so ein bisschen, den Motor ein bisschen zum Laufen bringen. Also Größenordnung 2 Stunden oder so. Was kannst du Positives aus dieser Situation mitnehmen? Ja, ich habe doch viel Positives gesehen. Also die Kreativität, die man da zum Teil gesehen hat auf Social Media, ist doch beeindruckend und ermutigend gesehen. Und sonst, was man auch gesehen hat, sind zum Beispiel die Digital Swiss 5 E-Sports, die jetzt stark am Aufkommen sind, auch im Radsport. Da denke ich, das wird Zukunft haben und wird ein Teil vom Radsport werden. Und ganz allgemein denke ich, dass wir alle gestärkt aus dieser Situation werden rausgehen. Ah, oh, Laurin, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Wir kommen gestärkt aus dieser Situation raus, da bin ich auch davon überzeugt. Ich wünsche dir viel Stärke, viel Kraft und ich bin überzeugt, dass du deine Ziele im 2021 genau kannst umsetzen. Alles Gute und vor allem bleib gesund, gell? Mach's gut, Laurin. Tschüss. Ciao. Ciao.